Nee, lopen we dus nog naar Jamal El Fna, het beroemde plein van Marrakesh. Het is morgens om 7:30. Dit is anno 2009. Dit is het beroemde Grand Balcon du Café Glacier. Met een dakterras waar alle toeristen en de koffie en limonade kunnen gaan drinken. Het hele plein wordt op dit moment schoon gespoten door een waterauto. En als we dan heel langzamerhand iets de andere kant op kijken, zien we de beroemde Katoubia. Het prachtige toren van de moskee. En links is de Al Bank Al Maghreb. En het postkantoor van Marrakesh. Zo. Herr Geert, wie zijn Sie dan hier in Marrakesh gekomen? Also am besten antwoord ik wie die Jungfrau zum Kind. Ja. Ich habe in Formentera gelebt. Kennen Sie Formentera? Ja, nur von Ibiza. Ibiza, ja. Formentera, da habe ich 4 Jahre gelebt und war blank. Hatte kein Geld mehr. Und da ich Lehrer war, da war ich dann in, habe ich, in, hab ich mich in, im Goethe-Institut in Rabat beworben und sollte anfangen. Und bin da 4 Wochen zu spät gekommen, sodass meine Stellung besetzt war. Und die Professoren haben mich dann nach Marrakesch geschickt, weil hier Ateliers waren, wo ich nichts zu bezahlen hatte. Bett, Tisch und Stuhl und Wasserleitung im Garten. Mhm. Das war das Badezimmer. Aber ich habe ja einen Krieg mitgemacht und habe ganz andere Sachen erlebt. Aber ich war hier, aber ich hatte kein Geld und habe dann wirklich für 20 Pfennig, 20 Centim, am Tag gelebt, indem ich eine Suppe aß. Aber der Platz damals, der Jamal Fna, also nur Leute. Damals gab es nur die Kreise dort, die gibt es heute nicht mehr. Und die Kreise sind die Halker, die Kreise, die sich um Märchenerzähler, um Akrobaten und Musiker und so weiter scharten. Die habe ich dann gezeichnet, wie ein Besessener. Und nun bin ich der Foolist. La Foolist, die Menschenmenge. Und der Foolist, das bin ich. Und den Foolismus habe ich erfunden. Ich habe es also 40 Jahre lang gemacht. Und dann bin ich wieder zurückgegangen auf meine ersten Anfänge. Und dann bin aber schon wieder bei der Menschenmenge. Ich kann es hier so. So kam ich nach Marrakesch und bin hier hängen geblieben. Und was für Meinung haben Sie über die Künstler hier in Marrakesch? Überhaupt keine. Keine Meinung? Nein, die hatten ja vor 40 Jahren, gab es überhaupt keine. Keine Künstler? Nein.
Es gibt keine Maler hier. Das war ja im strengen Glauben nicht erlaubt. Ja. Die gab es nicht. Und das hat sich jetzt in den letzten 20 Jahren hat sich das entwickelt. Sind das eingewanderte Künstler oder auch Leute, die hier geboren sind und aufgewachsen sind in Marrakesch? Ganz sicher. Doch. Ah. Ja. Haben Sie ja gesehen, oder nicht? Auf dem Weg hierher. Da sind die ganzen, zeigen die Marokkaner doch ihre Bilder. Ja, ich habe noch ganz wenig davon gesehen. Naja. Wir haben gesucht, um ihn rauszufinden. Die verkaufen natürlich billiger. Naja, aber sind eben. Die Bilder sind ohne Herz gemalt, leider. Nee. Nur zum Verkauf. Ja. Ah. Gibt es da auch Kurse für Künstler hier, die... Weiß ich nicht. Wissen sie nicht. Die meisten sind Autodidakte. Weiß ich nicht. Ja. Weiß ich nicht. Und ich will auch keinen Kontakt haben. Aha. Will ich gar nicht. Weißt du, das hindert mich ja nur. Mhm. Warum hindert sie das? Weil die Zeit vergeht mit denen. Aha. Und halten mich von der Arbeit ab. Da kommt nichts Neues raus. Nein, kommt hier keiner rein. Ich muss mal eben unterbrechen. Gut. Oh, dann muss ich einfach mal die WC. Thema weiter. Yeah.